Hey Leute, hier Tobi. Ich möchte euch heute mein Loadout vorstellen, was wir im Team als Basic nutzen. Ausgelegt ist es auf drei verschiedene Waffen. Einmal auf MG, das ich hauptsächlich spiele. Dann auf G28, was auch eine meiner Hauptspielewaffen ist. Und dann noch G36 mit AG36 wahlweise. Anfangen möchte ich mit meinem Helm, nämlich 2000 Klon, ausgestattet mit einer Lucy-Halterung und einen Lucy Repro von Defender Gear. Während des Spiels ist die Helmkamera noch dabei. Jetzt habe ich meinen Helm nochmal abgenommen, damit man den nochmal ein bisschen besser sieht. Ich habe hier hinter noch eine Revision Staubschutzbrille, die ich eigentlich meistens als Schutzbrille nehme. Kommt aber drauf an. Dann hier an der Seite sieht man noch einen Patch, wo meine Spielernummer. Und wie gesagt, hier kommt normalerweise die Helmkamera dran. So, weiter geht's mit meinem Plattenträger, einen TT MK2. Bestückt ist das Ganze mit einem 75 Tactical MG4 Pouch, passend eben zu meinem MG. Dann habe ich hier noch direkt zwei G36 Doppelmagazintaschen. Aus dem Grund, weil einfach G28 Magazine reinpassen, G36 Magazine. Und sogar wahlweise, falls ich mal welche brauchen sollte, als Ersatzmagazine, M4 Magazine fürs MG. Dann hier sieht man die Doppelgranatenpouch von Warrior Assault. Einfach für Wirkmittel, Cornies oder die 40mm Granaten, je nachdem, was ich halt reinpacke. Dann hier hinten sieht man einmal den Essential Pack von TT. Darauf ist noch die TT Tech Pouch 6 oder 7. Auf der linken Seite am Essential Pack habe ich noch eine TT Radio Pouch mit einem Funkgeräten-Dummy drin. Noch die Dummy-Antenne auf der rechten Seite. Ist halt lookmäßig, finde ich cool. Dann trage ich noch ein Belt von TT. Daran befestigt habe ich hier einmal Doppelmagazin-Pouches für Pistole. Zurzeit noch, weil ich die Magazine noch nicht habe, mit Speedloader beladen. Dann eine TT Dump Pouch. Dann auf der rechten Seite hier hinten eine Lucy Optikentasche und eine TT Admin Pouch. Als Holster benutze ich das Black Hawk für USP, Oberschenkelholster. Ist einfach Geschmackssache, ich finde es da eigentlich recht angenehm zu tragen. Als Backup benutze ich von KWA die USP 45. Wie ihr schon kennt, trage ich auch das UFPRO Combat Shirt in Steingrau. Allerdings habe ich als Hose von Clawgear die Combat Pants MK2, meiner Meinung nach. Einfach aus dem Grund, weil es die UFPRO in meiner Größe nicht mehr gab und die neuen UFPRO mir nicht mehr gefallen mit den einfarbigen Kniepolstern. So, das war jetzt mein Spieler-Loadout, wie ich meistens rumlaufe, unser Basic-Loadout. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, dann schreibt ruhig, wir beantworten euch die Fragen gern. Macht's gut!